bin einfach so krass schnell beeinflussbar. Ich kann es gerade selber nicht glauben. Hello erstmal, willkommen zu einem neuen Vlog. Ich hoffe, es geht euch allen gut. Ihr habt alle gute Laune, ihr seid gesundheitlich alle fit und freut euch auf den Vlog. Ich nehme euch mal wieder ein paar Tage mit. Ich habe mir gestern übrigens meine Haare selber wieder dunkler gefärbt oder getönt. Oder es war so eine Haarwäsche, die mir meine Friseurin mitgegeben hat. Und immer wenn ich frisch dann dunklere Haare habe, finde ich, sehe ich einfach super spießig und böse aus. Aber egal, wenigstens ist die Farbe jetzt wieder einheitlich und ich habe nicht 30 verschiedene Haarfarben auf dem Kopf. Okay, aber was ich euch eigentlich erzählen wollte, irgendwie kann ich heute nicht bei einem Gedanken bleiben. Ich bin so beeinflussbar. Ich habe bei Steffi Fashion, heißt sie, glaube ich, gesehen, dass sie napoletanische Pizza selber gemacht hat in einem normalen Backofen. Und ihr könnt euch vorstellen, ich war sofort down dafür, habe mir einen Pizzastein gekauft für den Backofen und hier noch so ein Schaber, ich glaube zumindest, dass es das ist, weil das sah so unfassbar gut aus und ich liebe es selber Pizza zu machen, also Jonas und ich machen sehr, sehr oft selber Pizza, auch mit dem ganzen Teig und so, aber das wird halt nie wie aus einer Pizzeria und Freunde von uns haben einen Pizzaofen, so einen kleinen für draußen und da schmeckt es halt richtig, richtig gut, aber wir können das halt nicht so richtig auf unserem Balkon machen, deswegen dachte ich mir so, ja okay, man muss halt mit dem leben, was man hat, aber bis hier kochen ist einfach so eine krasse Leidenschaft für mich und ich möchte einfach so das Beste rausholen und wie krass wäre es, wenn ich hier zu Hause Pizza machen könnte, wie aus der Pizzeria. Auf jeden Fall ist gerade das Teil hier angekommen, das ist so ein Teigteiler einfach nur, weil das hatte ich irgendwie gar nicht und ich habe das dann immer mit einem Messer zerschnitten, aber auf der Arbeitsfläche ist es auch nicht so gut, wenn man immer schneidet. Ich suche euch ganz kurz das Video raus. Wie gut sieht das aus? Das ist einfach auf dem Pizzastein gemacht. Ich werde euch mitnehmen. Ich habe mir eigentlich vorgenommen, also er soll eigentlich erst am Mittwoch ankommen. Aber er wurde schon versendet. Deswegen hoffe ich gerade, dass er vielleicht morgen ankommt. Ich wollte nämlich heute den Teig ansetzen. Mir morgen dann abends eine schöne Pizza-Night machen mit Maxton Hall, also mit der Save Me-Verfilmung, also mit der Serie. Und mir so einen richtig coolen Pizza-Date mit mir selber eigentlich machen. Ich bin auf jeden Fall gespannt. Ich muss dafür nachher auch noch mal ein bisschen einkaufen gehen. Und ja, ich hoffe, dass das das wird. Ihr werdet dabei sein. Wenn es nichts wird, dann werdet ihr auch dabei sein. Das hier ist übrigens heute mein Outfit. Einfach wieder meine Cowboy-Boots. Die sind von H&M. Da werde ich super oft nachgefragt. Ich hatte auch welche von Mango. Aber die hier sind von H&M. Dann dieses Kleid, das ist von ASOS. Und das Hemd ist von Reserved. Genau, die Tasche ist von Jacquemus. Oder Jacquemus. Und das ist heute mein Outfit. Ich liebe es. Ich liebe solche Outfits, weil irgendwie finde ich die Farben einfach toll zusammen. Für mich geht es jetzt kurz in den Supermarkt einkaufen. Ich habe mich schon in meine Sportklamotten geschmissen. Ich glaube, das sieht man gar nicht, aber ich gehe danach noch schnell einkaufen. Und ich muss mich ultra beeilen. Ich habe nämlich nur 2 Stunden, um einkaufen zu gehen und dann zum Fitnessstudio zu fahren, ins Fitnessstudio zu gehen, nach Hause zu kommen, alles auszuräumen, weil dann habe ich nochmal einen wichtigen Termin. Deswegen schnacke ich nicht lange rum. Ich gehe jetzt einkaufen. Ich bin heute mal wieder bei Kaufland. Ich finde das irgendwie so teuer. Das war irgendwie früher so, finde ich, voll günstig. Aber es gibt hier halt immer so super viel Auswahl und richtig coole Sachen. Ich wollte mal schauen, was ich so finde. Vielleicht auch eine coole Milchalternative wollte ich ausprobieren. Aber ich gehe jetzt los und gehe einkaufen. Drück mir den Daumen, dass ich das alles zeitlich schaffe, weil ich habe irgendwie das Gefühl, das wird nichts. Ich habe es vorhin nicht mehr geschafft, mich zu melden, hatte jetzt gerade aber einen Call mit einem Freund von einer Freundin eigentlich, wegen dem Thema Rente, weil dadurch, dass ich ja hauptberuflich selbstständig bin, muss ich mich selber um meine Rente kümmern. Und wenn ihr eins über mich wissen müsst, dann, dass meine allergrößte Angst ist, im Alter oder in Zukunft nicht genug Geld zu haben, um zu überleben. Deswegen habe ich mich da wirklich schon sehr, sehr früh drum gekümmert und habe mir gerade auch richtig Lob abgeholt vom Chris, heißt er, weil ich jetzt seit einem Jahr auch noch was anderes mache. Also ich versuche so mehrere Steckenpferde zu haben. Naja, auf jeden Fall will ich euch eigentlich nur damit sagen, dass es super wichtig ist, sich um seine Rente zu kümmern. Auch wenn man in einem Angestelltenverhältnis ist
Und ja, ich bin irgendwie voll froh, weil er auch meinte, also weil er durchblickt das natürlich viel besser, meinte so, wenn ich das alles so mache, wie ich es gerade mache, dann ist das alles fein und ich brauche mir überhaupt gar keine Sorgen machen. Und ich weiß gar nicht, woher diese Angst kommt. Vielleicht, weil ich als Kind ganz oft das Gefühl oder die Angst hatte, dass das Geld nicht reicht, keine Ahnung. Ja, deswegen bin ich einfach immer so richtig paranoid, was das angeht und habe einfach Angst, dass das alles nicht so klappt, wie ich es mir vorstelle. Aber deswegen tat es voll gut, sich mit ihm mal wieder zu unterhalten. Ich mag ihn auch einfach so gerne. Und ja, ich habe euch jetzt lang genug vollgeschwätzt. Kleiner Appell an euch, kümmert euch um eure Zukunft. Macht nichts, irgendwas Zwielichtiges aus dem Internet, dem ihr auch nicht vertraut, aber kümmert euch drum. Ich werde jetzt auf jeden Fall Happy schnappen und eigentlich wollte ich heute Abend Mante selber machen. Ich muss auch nachher noch mal kurz einkaufen gehen, weil in dem Supermarkt, ich habe einfach keine frische Hefe für den Pizzateig gefunden. Aber ich habe heute Mittag Käsenudeln gegessen, deswegen ist mein Nudelbedarf gerade irgendwie voll gedeckt. Also mache ich mir vielleicht einen Salat, mal schauen. Aber ich gehe jetzt erstmal mit Happy spazieren und dann muss ich auch noch die Wohnung aufräumen, weil die sieht ganz schlimm aus. Good morning in the morning. Ich bin irgendwie noch übelst müde, aber ich habe gestern Abend ja eine neue Milch gekauft. Und zwar die Vanille-Alpro-Milch. Und mit der machen wir uns jetzt mal einen Matcha. Das Wasser kocht schon, falls ihr es hören könnt. Also den Sirup hätte ich gar nicht gebraucht, weil es jetzt sehr, sehr süß ist. Meine Schwester meinte auch schon, dass in der Vanillemilch ziemlich viel Zucker drin ist. Aber Leute, das schmeckt himmlisch. Ich glaube, ich habe meine neue liebste Kombi gefunden. Das nächste Mal mache ich auf jeden Fall keinen Sirup rein, weil es jetzt wirklich krass süß ist. Aber ansonsten schmeckt das mit dieser Vanillemilch wirklich einfach himmlisch. Ihr müsst es unbedingt ausprobieren. Unbedingt. Ich mache mich jetzt gerade noch ready. Für mich geht es nämlich jetzt in die Stadt, weil ich morgen in der Buchhandlung arbeite und Jonas ist ja nicht da und deswegen brauchten wir jemanden, der auf Happy aufpasst. Und meine Mom hat sich netterweise bereit erklärt, morgen quasi hierher zu fahren, hier zu bleiben, sich um Happy zu kümmern, bis ich dann quasi nach Hause komme. Und dafür wollte ich ihr noch einen Blumenstrauß besorgen. Und da haben wir so einen richtig schönen Laden in der Stadt. Und dann wollte ich auch noch für eine Freundin mal in den Sustrene-Grene schauen, ob ich da was finde, weil ich da noch ein kleines Geschenkchen brauche. Und schau dann einfach mal so ein bisschen rum. Ich habe jetzt noch eine Jacke drüber gezogen, weil es wirklich richtig kalt draußen ist. Also einfach den Cardigan, die Jacke. Die Hose trage ich wirklich gefühlt jeden Tag, aber ich wasche die auch ab und zu. Ich verspreche es euch. Und ja, ich gehe jetzt los in die Stadt. Ich glaube, ich fahre heute auch tatsächlich mal mit dem Auto. Normalerweise fahre ich immer mit den Öffis, aber ich muss mich sehr beeilen, weil heute sehr viel auf dem Plan steht und ich auch mit Happy laufen muss. Deswegen mache ich mich jetzt auf den Weg und ich hoffe, ich finde alles, was ich brauche. Aber wir werden sehen. Ich habe mir mittlerweile die Haare zusammengebunden, weil es hier irgendwie voll warm ist. Aber ich habe gerade meinen Nachttisch ein bisschen neu gestaltet und ich finde das so schön, vor allem weil ich ja auch noch neue Bilder von Desenio habe, die so ein bisschen bunter sind. Die wollte ich eigentlich heute aufhängen. Ich weiß nicht, ob ich es heute schaffe. Notfalls mache ich es dann am Donnerstag. Aber das passt so gut dazu und ich freue mich irgendwie total. Ich weiß, ich bin die Letzte, die so einen Behälter hat, aber ich finde das einfach wirklich richtig, richtig schön hier.
Das sind die Sachen, die ich sonst noch aus der Stadt mitgebracht habe. Einmal diesen wunderschönen Blumenstrauß für meine Mama. Ich finde, der ist so schön. Der ist von Blume 2000. Da gibt es bei uns einen Shop. Und ich finde, die haben immer richtig tolle Sträuße. Ich finde die Farbkombi einfach extrem schön. Und der Preis war auch voll in Ordnung. Und dann war ich noch bei Sustrene Grene und Hema und habe hier einmal so eine Reiseverpackung für eine Zahnbürste mitgenommen. Ich packe die nämlich immer einfach mit in den Kulturbeutel und finde das immer so ein bisschen unhygienisch. Und hier passt perfekt so eine Zahnbürste rein. Ich wusste irgendwie gar nicht, dass es sowas gibt, aber fand das mega, mega praktisch. Dann habe ich noch so einen Wender einfach mitgenommen, ganz basic, weil wir das gebraucht haben. Das ist so eine Schneideplatte, die ist auch von Sustrene Grene, die haben wir auch gebraucht, weil wir irgendwie nur so Holzbretter haben. Aber irgendwie finde ich das immer so ein bisschen nasty, wenn das so krass einzieht. Und für meine Mama habe ich dann noch dieses Buch hier mitgenommen, auch als so kleines Geschenk zusammen mit dem Blumenstrauß eben. Oh, ich sehe gerade, das passt auch farblich irgendwie voll süß zusammen. Sie hat mir ja den ersten Teil davon extrem empfohlen und das hier ist der zweite. Ich hoffe, sie hat den noch nicht, ansonsten behalte ich den einfach. Aber ja, das habe ich für sie mitgenommen, auch als kleines Geschenk, so wenn sie morgen kommt, dass sie das sieht und sich eine schöne Zeit hier, keine Ahnung, machen kann. Leute, ich konnte heute Nacht irgendwie so schlecht schlafen. Also erstmal guten Morgen. Auf jeden Fall konnte ich super schlecht schlafen, weil ich die ganze Zeit, kennt ihr das, wenn ihr nervös seid vor etwas, dann ich kann den Abend davor immer nie so richtig schlafen. Jonas und ich haben nicht heute einen Livestream mit About You, so eine Art Live-Shopping, also nicht so eine Art, es ist ein Live-Shopping. Und ich habe die ganze Zeit so Angst, dass irgendwie keiner kommt oder es keinen interessiert oder irgendwas schief geht oder auf einmal meine Brüste rausfallen oder so, wisst ihr, was ich meine? Deswegen bin ich die ganze Zeit total nervös. Der Livestream ist heute Abend um 18 Uhr. Und ich werde mich dafür belohnen, indem ich Pizza mache. Ich habe den Teig nämlich gestern angesetzt. Der Stein ist tatsächlich angekommen, aber der wurde zu so einer Ablage quasi gebracht. Es ist zwar heute Feiertag, aber ich glaube, ich kann das da trotzdem abholen, weil das so eine Station einfach nur ist. Und ich freue mich richtig, dann heute Abend diese Pizza zu machen. Und ich freue mich auch eigentlich total auf den Livestream. Sobald es anfängt, glaube ich, wird das auch gar nicht mehr so schlimm. Aber davor bin ich die ganze Zeit, oh Gott, kann ich alles, weiß ich alles, so, bin ich überhaupt gemacht für sowas? Wisst ihr, was ich meine? Falls ihr den Livestream übrigens nachschauen wollt, den kann man noch 2 Wochen später auch noch nachschauen. Dann könnt ihr mal auf TikTok schauen, da in meiner Bio ist der Link dazu. Falls ihr ein paar Sommersachen shoppen wollt, unter anderem das Teil. Ich habe mich so darin verliebt, dass ich schon seit 3 Tagen die ganze Zeit damit rumlaufe. Was natürlich noch nirgendwo so zeige, aber das ist so ein schönes Sommerteil. Ich weiß gar nicht, ob ich es euch erzählt habe. Ich habe übrigens hier die ganze Zeit heute eine Antenne. Also der Empfang ist auf jeden Fall gut bei mir. Aber happy? Nein. Ich weiß gar nicht, ob ich es euch erzählt habe. Aber ich fahre am Wochenende, also morgen eigentlich, zu Sabrina übers Wochenende nach Stuttgart, weil wir dort mit meiner Mama morgen Abend zu Bülent Ceylan gehen. Wir haben früher immer seine Auftritte im Fernsehen angeschaut und das war immer so ein Ding zwischen uns drei. Deswegen gehen wir da morgen Abend hin. Ich freue mich voll. Und natürlich habe ich Sabrina mal wieder was gekauft, weil ich weiß nicht warum, wenn es um Sabrina geht. Jedes Mal, wenn ich sie sehe, will ich ihr irgendwas mitbringen, um ihr eine Freude zu machen. Diesmal ist es auf jeden Fall das hier geworden. Ich habe ihr die Kosmetiktasche gekauft. Leute, ja, ich habe es getan. Ich fand die so schön und als ich dann zu Hause war, habe ich mir gedacht so, ich glaube, Sabrina würde das auch voll gefallen, weil sie auch mal erwähnt hat, dass sie so eine Kulturtasche mal bräuchte, so eine große. Das ist die, die ich euch ja gezeigt habe. Und letztens, als sie hier war, waren wir im Buchladen und da hätte sie total gerne das Buch hier mitgenommen. Geist Girl, so ist der Klappentext. Ich fand den jetzt nicht so interessant, aber Sabrina war total begeistert, hat es dann aber nicht mitgenommen. Und ich dachte mir, als Überraschung bringe ich ihr das mit und ich habe hier noch so 2 kleine Snacks, die wir sehr gerne mögen, für sie einfach noch gekauft. Ich werde das Buch dann, glaube ich, in der Kulturtasche verstecken. Und ich hoffe, also ich weiß, dass sie sich darüber freuen wird. Sabrina fühlt sich dann immer direkt schlecht, wenn ich ihr was schenke und sie nichts für mich hat. Aber also das ist bei mir genauso. Aber ich liebe es einfach, eine Freude zu machen. Und ich hoffe, dass das Buch dann auch gut ist. Und ich habe gestern auch wieder in der Buchhandlung gearbeitet. Und so süß, mein Chef hat mir das hier geschenkt. Also unsere Love Language ist gegenseitig so krass Gift-Giving. Ich habe ihm nämlich von Cinnamood eine Zimtschnecke zur Mittagspause mitgebracht. Und da kam er irgendwann und hat mir diese Schokolade in die Hand gedrückt. Also es ist so krass, wie gleich wir sind. Auf jeden Fall habe ich super viele Bücher mitgenommen, die ich schon sehr lange dort stehen hatte. Deswegen gibt es jetzt einen kleinen Book-Haul. Achso, und kleines Update. Ich glaube, ich habe euch das gar nicht mehr erzählt. Aber ab Juli arbeite ich nur noch einmal in der Woche in der Buchhandlung. Mein Chef ist da total unterstützend und
Er ist zwar traurig, aber er hat es möglich gemacht. Ich freue mich mega. Und ich weiß nicht, ob ihr das wisst, aber wenn man in einer Buchhandlung arbeitet, dann kriegt man von den Verlagen teilweise Leseproben. Und die können wir uns dann quasi mal aussuchen und mit nach Hause einfach nehmen. Also wir müssen für diese Bücher dann nichts bezahlen. Und da habe ich mir einmal Der Bademeister ohne Himmel ausgesucht, weil das... Also ich hätte das niemals mir so ausgesucht, weil das jetzt nicht so in der Abteilung liegt von den Büchern, die ich lese. Und auch... keine Ahnung, es würde mich jetzt so einfach nicht so unbedingt ansprechen. Aber es ist so beliebt bei uns, so viele Leute kaufen das. Und dann dachte ich mir so, okay, wenn ich dafür nichts bezahlen muss, dann nehme ich das mal mit. Ich bin sehr gespannt. Ich glaube, das wird so ein Summer-Read für mich. Falls ihr das gelesen habt, schreibt mir gerne. Und dann habe ich mir noch ein Buch ausgesucht. Das habe ich tatsächlich einfach nur wegen dem Cover und auch, weil der Klappentext mich eigentlich ganz angesprochen hat, mitgenommen. Und zwar Die Sache mit Rachel. Das ist ein Age-Gap-Roman. Es geht da um eine Studentin, die ihren Professor, glaube ich, irgendwie verführen möchte oder dem näher kommen möchte. Und ich fand das klang ganz cool und ich fand das Cover auch richtig, richtig schön. Und deswegen habe ich das mitgenommen. Das war, wie gesagt, auch eine Leseprobe. Also für die beiden Bücher musste ich nichts bezahlen. Aber das hat mir noch nicht gereicht. Ich habe mir noch mehr Bücher mitgenommen. Die lagen jetzt schon ewig auf meinem... Also die können wir uns immer so zurücklegen. Und ich dachte mir, ich muss die jetzt endlich mal mitnehmen. Ich habe wirklich schon lange keine Bücher mehr gekauft. Und deswegen habe ich mich jetzt dafür mal belohnt. Als erstes Hunting Adeline. Ich hatte euch ja, glaube ich, von dem Schlamassel erzählt, dass ein Kollege von mir meine Version, die ich extra in die Buchhandlung reinbestellt habe, verkauft hat. Und ich dann keins mehr hatte. Ich hatte super Angst, dass ich keins mehr mit Farbschnitt bekomme. Das Buch ist übrigens so ein Brocken. Ich habe schon den ersten Teil davon hier. Und weil ich den Farbschnitt in Kombination von dem ersten und dem zweiten Teil richtig cool fand, habe ich mir direkt den zweiten noch bestellt. Es ist auch so gut auf Goodreads bewertet. Deswegen, falls ihr das habt, schreibt mir mal. Es hat auf jeden Fall 650 Seiten. Aber ich glaube, es wird nicht mehr lange dauern, bis ich das lese. Dann habe ich mir endlich von der Caravelle-Reihe gekauft. Das ist der dritte Teil, den will ich unbedingt demnächst lesen, am besten in dem Reading-Vlog. Also da werdet ihr dann wahrscheinlich in dem Reading-Vlog mehr dazu sehen. Aber ich freue mich so krass, weil die Reihe fand ich bisher richtig, richtig gut. Ich bin gespannt, ob das endlich für mich ein 5-Sterne-Buch wird, weil die letzten beiden Teile waren für mich 4,5 Sterne. Also ich setze sehr viel Hoffnung darin und das stand jetzt auch schon super lange dort, deswegen wollte ich das jetzt unbedingt mal mitnehmen. Und weil Sabrina es mir empfohlen hat, habe ich noch The Serpents and the Wings of Night mitgenommen. Das ist auf Goodreads auch krass bewertet. Und wie krass sieht bitte dieses Buch aus? Also allein dafür lohnt es sich einfach komplett. Das ist ein Fantasy-Buch und ich bin super gespannt, ob mir das gefallen wird, weil bei Fantasy ist es so ein Ding. Entweder ich finde es richtig gut oder ich finde es total langweilig. Das waren jetzt alle Bücher, die ich so mitgenommen habe. Plus das von Sabrina noch oder das für Sabrina noch. Aber ich weiß, ihr vermisst auch den Book-Content. Bei mir ist es in letzter Zeit einfach super schwer gewesen, weil ich Reading-Vlogs drehe und gleichzeitig aber auch super wenig Zeit nur noch zum Lesen habe. Aber ich habe richtig Lust, wieder mehr zu lesen und auch mehr hier wieder zu zeigen, auch auf Instagram, was Bücher so angeht. Ich will auch unbedingt ein paar mehr englische Bücher nochmal lesen. Falls ihr da Empfehlungen habt, schreibt mir die sehr gerne. Ja, und jetzt müssen Happy und ich gleich raus. Es regnet in Strömen, also ich glaube, Happy will da nicht rausgehen, oder Maus? Kann man so süß sein. Ich habe auch bei Teveo was bestellt, also mit meinem eigenen Code einfach. Weil ich die Unterhosen von denen einfach so krass liebe und nicht nur zum Sport, sondern auch im Alltag trage. Und deswegen habe ich mir in Schwarz und die in Beige, also die in Beige hatte ich schon. Und ich dachte mir, Schwarz kann eigentlich auch nicht verkehrt sein. Nochmal jeweils zwei von denen hier bestellt, weil die haben diesen Rand... Die haben so einen Gummirand hier, wenn ihr das sehen könnt. Und dadurch bleibt es einfach an Ort und Stelle. Das hat nur an den Seiten eine Naht und deswegen sieht man da nichts durch. Und ich liebe die einfach. Deswegen, irgendwie gehen mir die in letzter Zeit so oft aus. Deswegen habe ich nochmal quasi neue bestellt. Und das ist mein Pizzastein. Ich bereue es ein bisschen, dass ich diesen Schieber nicht dazu genommen habe, weil ich mich frage, wie ich, wenn das schon im Ofen liegt, die Pizza quasi da drauf bekommen soll. Aber... Ich freue mich so krass. Ich hoffe, das wird heute Abend was. Ist auf jeden Fall ein richtig schwerer Stein, aber der hat nur 17 Euro gekostet. Und ich dachte mir, bevor wir irgendwie so einen Pizzaofen für zu Hause oder so kaufen, was völlig unnötig ist, probieren wir es mal damit. Ich hatte mir wirklich fest vorgenommen, euch beim Pizzamachen mitzunehmen, aber
Es war so ein Stress für mich, weil das schon tricky ist, das richtig hinzubekommen. Also auch der Teig, es ist ultra viel Aufwand, aber ich kann euch ja hier mal ein Bild einblenden. Es hat auf jeden Fall geklappt und es hat richtig, richtig gut geschmeckt. Ich werde das auf jeden Fall nochmal machen und euch dabei dann genauer mitnehmen, aber ihr könnt ja auch das Rezept von Steffi einfach anschauen. Ich würde das nächste Mal nur, glaube ich, ein ganz kleines bisschen mehr Mehl benutzen, weil mein Teig sehr, sehr klebrig war, obwohl ich ihn super lange geknetet habe. Und ein bisschen weniger Zucker, weil ich persönlich den Zucker schon rausgeschmeckt habe. Und der ist ja nur für die Farbe da, meinte sie. Deswegen, da ist mir dann irgendwie der Geschmack wichtiger, als dass die Farbe irgendwie gut wird. Aber es war trotzdem ein richtig, richtig gutes Rezept. Ich werde das auf jeden Fall öfter machen. Jonas war komplett begeistert. Und das nächste Mal nehme ich euch, wie gesagt, auf jeden Fall mit. Ich verspreche es euch hoch und heilig. Jetzt bin ich gerade schon am Packen. Ich bin gerade noch im Schlafanzug, aber ich werde jetzt die Sachen packen, habe mich gerade ready gemacht und geschminkt und werde dann heute zu Sabrina fahren und dann das Wochenende dort verbringen. Ich freue mich so krass. Ich hoffe, wir lesen ordentlich. Ich habe auch einen Reading-Vlog angefangen. Das heißt, bald kommt auch wieder ein Reading-Vlog. Und ja, ich hoffe auf jeden Fall, dass euch dieses Video gefallen hat. Und es war mal wieder ein bisschen ein längerer Vlog. Ich hoffe, das ist okay für euch. Ja, ansonsten wünsche ich euch einen wunderschönen Tag. Ich hoffe, es geht euch allen gut. Ihr bleibt gesund und wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüssi!